Wir wollen in diesem Video herausfinden, welche Methode Maron zu verarbeiten die leckerste ist. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir leben hier im Herzen der Bretagne und wenn es hier eines gibt, dann sind das Esskastanien. Also auf in den Wald! In Zeiten, in denen Getreide knapp war, dienten Maronen als Grundnahrungsmittel in den Bergregionen Europas. Sie sind auch in der Naturheilkunde beliebt und sollen beruhigend auf den Magen wirken. Maronen, oder auch Esskastanien genannt, gehören zur Familie der Buchengewächse und sind reich an Kohlenhydraten und Ballaststoffen. Sie bieten außerdem Vitamin C, B-Vitamine sowie Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium. Bekannt sind Maronen vor allem für ihre Vielseitigkeit in der Küche. Man kann sie rösten, kochen oder pürieren, süß oder herzhaft verfeinern. Die meisten von euch werden Maronen aber vom Weihnachtsmarkt kennen, wo sie traditionell in der Pfanne geröstet werden. Noch leicht warm sind Maronen einfach der ideale Snack, um von innen zu wärmen. Ganz in der Nähe von uns befindet sich das Château de Callennec. Dieses imposante Schloss wurde bereits im 15. Jahrhundert in Saint-Gilles-Vieux-Marché vom bretonischen Adel errichtet. Der Bau spiegelt den Stil der Renaissance wider und bezaubert mit einer Mischung aus Wehrhaftigkeit und Eleganz, typisch für bretonische Herrensitze dieser Zeit. Jetzt noch ein bisschen off-topic. Wir haben hier im Wald noch ein Thumbnail für unser Video mit der Blue Eti Power Station gemacht. Kleines Feuer, ist eigentlich nicht erlaubt, aber extra in der Buschbox. Wir warten jetzt, bis es aus ist und dann... Und dann geht's wieder nach Hause. Falls euch die Blue Eti Power Station interessiert, das Video findet ihr auf jeden Fall bei uns auf dem Kanal. Und jetzt ab nach Hause. Komm! So, die Maronen, die sind jetzt hier in einem Wasserbad und alle die, die jetzt oben schwimmen, die sortieren wir jetzt erstmal aus, weil die haben entweder einen Wurm drin oder sind einfach schlecht. Also man hört es jetzt auch schon, irgendwie, die sind irgendwie hohl von innen. Hier schwimmen so einige und dann waschen wir die. Die sind nur jetzt gewaschen. Ja. Naja, wichtig auf jeden Fall, alles was oben schwimmt, hat irgendwie ein Loch, ja. Ist faulig. Also jetzt schön tief einritzen und schön breit machen den Schlitz. Nummer eins. Ich habe das Gefühl, ich brauche gleich ein Pflaster. Nicht mal eine fertig. Ja, ist nicht so einfach. Also es geht nicht so schnell. Da muss man sich schon einen Nachmittag Zeit für nehmen. Wir haben auf jeden Fall gerade in einem Video gesehen, die Frau hat das mit einer Schere gemacht. Aber ich habe einfach kein Talent dafür. Oh doch, guck mal, wie gut das geht. Weil man will ja... Ich gucke mir das nochmal an von der Frau. Ja,
Einfach rein da, ne? Einfach reinschneiden rein. Und fertig. Ja. Wenn ich eine hier anritze, dann hat Anni schon drei weitere geritzt. Ich habe aber auch einfach Angst, mich zu schneiden. Ich habe Angst vor Messern. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Mach so, wie du meinst, in deinem Tempo. Hauptsache, es gibt keine Verletzten. Autsch. Spaß. Boah, krass, ey. Die wiegt alleine schon. Was wiegt die? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir schätzen. Schwierig. Ich sag, okay. Sag du zuerst. Ich sag. Warte, gleichzeitig. Okay. 3, 2, 1. 43. Boah, was? 16. 16 Gramm. Liege ich mit 12 Gramm ganz schön. Wie komme ich auf 42? Keine Ahnung, ich dachte, die wäre fast 50 Gramm schwer. Ein bisschen verschätzt. Jeder hat so seine Stärken und Schwächen. So, unsere vier Varianten, wie wir die Maron zubereiten wollen, sind einmal ein herzhaftes Püree mit Salz, Pfeffer und Muskat. Dann wollen wir einen süßen Maronenaufstrich machen mit Datteln. Außerdem wollen wir die Maronen in einer Pfanne rösten mit Salz, Pfeffer und frischen Kräutern und dann einmal klassisch ganz normal im Backofen. So, das ist jetzt eine gute halbe Stunde eingeweicht. Wir starten jetzt mit der einfachsten Variante, die Backofen-Variante. Zutaten, Maronen und sonst nix. Die schmecken nämlich auch ohne Salz und Co. So, ich habe den Backofen jetzt auf 175 Grad angemacht. Schön mit dem Kreuz nach oben. Ja, und dann kommen die Maronen bei 175 Grad ungefähr 20 bis 25 Minuten bei Umluft in den Ofen. So, jetzt hole ich mir noch eine kleine Schale raus. Die mache ich mit Wasser voll und die stelle ich zusätzlich unten in den Ofen, damit die Maronen nicht austrocknen. Manche kriegen so Blasen so. Blasen? Ja, das hätten die Tollwut. Als hätten die Tollwut? Ja. Guck mal. Siehst du das? Ach da, ja. Naja. Das muss bestimmt so. So, hier kocht jetzt schon das Wasser für Verarbeitungsmethode Numero 2. Und während das gleich schön vor sich hin köchelt, kümmern wir uns schon mal. Ich revidiere, Annika kümmert sich um die Pfanne. Es ist ja irgendwie so, je mehr man sich mit etwas befasst und je länger man sucht, desto verwirrender wird das Ganze. Und es gibt wirklich unzählige Varianten und Zubereitungsmöglichkeiten. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall dafür entschieden, die Maronen ungeschält, die sind nicht vorher gekocht, ne? Nein. Also die sind quasi jetzt roh in die Pfanne gegeben worden mit ein bisschen Butter dabei. Die braten jetzt. Da kommen jetzt noch Kräuter hinzu, die hole ich jetzt noch aus dem Garten. Salz, Pfeffer, that's it. Ja. Da bin ich am gespanntesten drauf, wie das schmeckt mit Salz und Pfeffer, weil wir essen die eigentlich immer nur pur. Ja, ohne nix. Eigentlich voll langweilig. Der Deckel passt nicht ganz. Mein Deckel liegt nämlich dahinter. Ja, ja, die Küche. Optimierungsbedarf. So, ja, die Maronen sind jetzt fertig. Guck mal, wie schön die aussehen. Die Haut löst sich richtig schön. Und aus denen machen wir Püree. Püree und Aufstrich. Ich habe alles im Griff. Sehr gut. Ich
Ich würde sagen, das legen wir da jetzt einfach drauf, oder? Oder soll ich das abmachen? Von der Île de Ré. Falls ihr das Video nicht kennt, ich verlinke es mal. Das kommt jetzt zum Einsatz. Das sieht schon ziemlich nice aus. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich in den letzten Minuten vor der Kamera zu sehen war, weil ich habe meinen Pullover nämlich falsch rum angezogen vorhin. Es fällt aber nicht auf. Boah, lecker. Alter, geil. Das ist eine richtige Spezialität hier. Frisch aus der Pfanne. Oh. Ist gar nicht so salzig, ne? Weil das wahrscheinlich gar nicht durch die erste Haut so quasi gedrungen ist. Aber man schmeckt schon gewürzt. Doch? Schmeckt nach Marone. Also wir sitzen jetzt wirklich schon ziemlich lange hier und es ist verdammt mühselig für den Püree. Auf jeden Fall ist es ganz schön mühselig, die Maronen hier zu schälen. Das sieht man irgendwie in den Videos immer nicht, oder? Nee. Ich meine, wir haben ja schon mal Maronen gekocht und auch gegessen und wir wissen, dass das nicht Man muss die im Kreuz einschneiden, das wissen wir alles. In Wasser einweichen, umso länger, umso besser. Ja, es sind so viele Faktoren. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt immer nur einen so einen Schnitt gemacht, weil, habe ich so im Video gesehen. Wir sind alle auf diese Welt gekommen und wir konnten nichts. Alles, was wir können, haben wir uns bei ihm wegen abgeguckt. Und so habe ich mir das bei der guten Frau abgeguckt, wie die Maronen eingeschnitten hat. Aber irgendwie ist es im Kreuz doch besser. Jetzt schmeiße ich schon die Schale in den Topf. Ich bin verwirrt und das wird noch ein langer Abend. Also ich habe auf jeden Fall jetzt eine andere Technik. Ich schneide die einfach durch und pull die damit einen kleinen Löffel raus. Dann hat man ja quasi schon Püree. Der Kamin geht schon aus. Geht der aus jetzt? 6,5 Stunden später. Boah, endlich, das war's. Morgen geht's weiter. Sieht aber gut aus. Ja, das ist unser Ergebnis von gestern. Mit Mühe haben wir uns die Finger wund geschält. Es war wirklich Heidenarbeit, aber es hat sich gelohnt oder wird sich hoffentlich lohnen, denn wir machen jetzt weiter mit unserem Püree. Annika hat gerade gesagt, man könnte auch meinen, das wäre für einen Hund. Wie so ein Fleischpastete oder ja, sowas. So. Nee, also wir machen jetzt erst die herzhafte Variante mit Salz, Pfeffer und Muskat. Richtig? Ja. Genau. Und Hafermilch. Und das testen wir gleich zusammen mit Kürbis. Kann man natürlich auch alternativ mit Mandelmilch oder Kuhmilch. Wie man es gerne mag. Un peu de sel. Na, Muskatnuss auch direkt rein. Ist voll im Schrank drin. Oh, reicht schon. Qu'est-ce que c'est en français? Muskat. Voilà. Hafersahne. Haben wir auch nicht. Aber ich glaube, muss auch nicht. Übrigens unsere Kartoffeln noch gar nicht geerntet, also wir ernten sie eigentlich immer nur dann, wenn wir welche brauchen. Und ja, der Rest ist eigentlich jetzt hier noch unter der Erde. Hält sich, ich habe gerade geguckt, die sehen alle noch wunderbar aus. Gerade ist es zwar trocken, ich meine, wenn die Tage wirklich nasser werden, dann müssen sie wirklich aus der Erde raus. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier aus diesen Kürbissen das Mittagessen. Und 2 Esslöffel Sahne. Sahne gibt's bei uns nicht. Nee. Aber ich glaube, muss auch nicht. Wir lassen Sahne weg. Wir machen nur Butter rein. Stattdessen habe ich eigentlich jetzt schon
Kokosnussöl reingemacht und eine ganze Dose Kokosmilch. Ist er jetzt schon drin? Ja. Also das ist jetzt der süße Aufstrich. Aufstrich, Püree, wie auch immer. Naja, der wird jetzt noch süß mit Dattelsirup. Denkst du mal, du kriegst auch nicht was? Auf, ne? Du kriegst nichts. Boah, das geht so schwer da raus, ey. Kann ich filmen und du drückst. Ah, schlau. Cleverness. Boah, krass. Alter. Nachher ist der übersüß. Lass mal erst, Julian. Das soll ja auch ein süßer Aufstrich werden. So, was hast du jetzt noch hinzugefügt? Schokolade ein bisschen. Geraspelte Vollmilchschokolade. Und ein paar Krokantstücke. Krokantstücke. So. Das erste Glas ist voll, würde ich mal sagen. Also ich finde es mega und es schmeckt ja auch richtig lecker. So, 6 Gläser feinstes, leckerstes Apfelmus. So, feinster, leckerster Maronenaufstrich. Wir haben natürlich schon probiert, schmeckt uns sehr, sehr gut. Aber heute Abend probieren wir das nochmal auf einem selbstgebackenen, frischen Brot. Frischen Brot natürlich. Jetzt gibt's erstmal Mittag. Wie könnte es anders sein mit Maronen? Sie hängen uns langsam zum Hals raus. Haben wir schon Teller auf dem Tisch? Nein, natürlich nicht. Ich habe gerade gesagt, das könnte auch Gehirn sein. Sehr köstlich. Also mit Maronenpüree kann man richtig, richtig viele Rezepte machen und mit Kürbis richtig empfehlenswert. Teller leer. Schmeckt komischerweise irgendwie karamellig, was durchaus positiv gemeint ist. Wir haben Maronen bisher wirklich nur einfach nur gekocht, ohne Salz und Pfeffer gegessen und feiern eigentlich Maronen schon. Aber wenn man das ein bisschen verarbeitet, mit bisschen Salz und Pfeffer in der Pfanne, schmeckt schon mal gleich viel besser. Aber ich glaube, unser Favorite ist diese süße Variante fürs Brot. Und da kann man ja reinmachen, was man will. Also falls ihr irgendwie abgefahrene Rezepte habt oder euer Lieblingsrezept, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, weil wir sind ja auch gerne mal am Experimentieren. Wir sind ja auch keine Maronen-Profi-Küche. Definitiv nicht. Ist auch unser erstes Experiment. Aber falls ihr Esskastanien bei euch habt, dann probiert doch gerne mal irgendwas aus. Wir lassen uns den Maronenaufstrich auf jeden Fall jetzt noch richtig gut schmecken. Das war sie, die große Maronenfolge. Ja. Uns hängen sie jetzt zum Hals raus. Nein. Und damit verabschieden wir uns und sagen wie immer au revoir. Et à bientôt. Wobei man schon fast bonne nuit sagen könnte, weil es ganz schön spät geworden ist. Wir hatten gerade nämlich noch Besuch. Ich sag mal so, ein bisschen was geht immer.